Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um das Thema Krafttraining für Schwimmer. Ich komme ja ursprünglich aus dem Schwimmen und habe da auch Wettkämpfe mitgemacht und jetzt gerade switche ich ja zum Bodybuilding, wo ich Wettkämpfe machen möchte. Und weil ich ja schon früher mit dem Bodybuilding angefangen habe, habe ich ungefähr gemerkt, welche Übungen mich beim Schwimmen weitergebracht haben, also mir mehr Kraft im Training gegeben haben. Und deswegen nehme ich euch heute mal mit ins Fitnessstudio und zeige euch diese Übungen und hoffe, ihr könnt ein paar Sachen für euer Training mitnehmen. Ihr habt es gesehen, Leute, Athleten nehmen die Treppe. Da muss ich jetzt wohl durch. Übrigens, das Training ist für Männer sowie Frauen. Ich werde trainieren wie ein Mann, weil beim Schwimmen wird ja auch sehr, sehr viel der Oberkörper gefordert. Deswegen kommen auch einige Übungen für den Oberkörper mit dran. Und ja, ich versuche euch alles zu zeigen. Seid gespannt. Rückenübungen gesehen. Einmal die Klimmzüge, beziehungsweise man kann das auch als Latzug machen, wie ich das gerade gemacht habe. Und ihr könnt das natürlich auch als Klimmzug machen, wenn ihr euer eigenes Körpergewicht ziehen könnt. Und die Überzüge, die sehr auf den Latt gehen. Ich zeige euch das jetzt einmal. Also, hier der Bereich ist natürlich beim Kraulschwimmen so auch sehr gefragt. Allgemein bei Schwimmen ist die Rückenmuskulatur wichtig und das sind meine beiden Lieblingsübungen für einen starken und schönen Rücken. Meine Übungen waren jetzt für die Brustmuskulatur. Die wird natürlich beim Brustschwimmen oder auch beim Butterfly benötigt. Das waren jetzt hier diese Flies, die ich jetzt mit Kurzhanteln gemacht habe. Die könnt ihr natürlich auch an der Maschine machen mit Butterfly. Noch Trizepsdrücken gesehen, einmal als Simulation für beim Kraulschwimmen, die Bewegung, in der ihr das Wasser nach hinten drückt. Und die Beine haben wir natürlich auch nicht vernachlässigt, weil die braucht man beim Brustschwimmen sowie beim Kraulschwimmen auch. Und da ist für mich einfach die beste Grundübung Squats. Und was ich auch immer richtig gut in der Beinvorderseite spüre, ist der Beinstrecker. Den kann ich da auf jeden Fall auch noch sehr als letzte Übung zum Nachrennen empfehlen. Natürlich noch ein Proteinshake, um den optimalen Muskelaufbau zu fördern. Ich benutze hier das Proteinpulver von LSP und wie ihr vielleicht wisst, könnt ihr mit dem Code LIA15 15% sparen. Ich habe euch das in die Videobeschreibung gepackt. Jetzt nochmal zum Trainingsplan. Also wir haben jetzt insgesamt 7 Übungen gemacht. Jetzt fragt ihr euch natürlich, wie viele Wiederholungen sollen wir das jetzt machen? Und wenn ihr jetzt zum Beispiel ja noch nicht so viel Erfahrung im Fitnessstudio habt, ich habe angefangen mit 12, 10, 8, 6 Wiederholungen, also 4 Sätze. Und die Wiederholungszahl wird immer kleiner. Also beim ersten Mal mache ich 12 Wiederholungen und habe auch eher weniger Gewicht. Und dann steigere ich das Gewicht und mache dann 10 und dann steigere ich wieder 8 und dann wieder 6.
So versuche ich halt auch, jede Woche stärker zu werden. Ich kann euch auch empfehlen, die Gewichte wirklich aufzuschreiben euch. Das motiviert ja auch, wenn man dann nochmal wieder mehr Gewicht nehmen kann und ja, merkt, dass man von Woche zu Woche stärker wird. Und außerdem würde ich euch empfehlen, neben eurem Schwimmtraining den Trainingsplan noch zweimal die Woche zu machen, um halt auch genügend Muskelreize zu setzen. Und ja, so viel erstmal zu meinem Krafttraining als Schwimmer. Ich hoffe, dieses Video konnte euch weiterhelfen. Ich kann euch natürlich auch noch Variationen, andere Übungen und alles weitergeben und mal einen anderen Trainingsplan, zum Beispiel auch unabhängig vom Schwimmen, euch empfehlen. Ich schreibe euch den Plan auch noch unten in die Videobeschreibung. Da könnt ihr euch da einfach einen Screenshot von machen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr den mal nachmacht. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffe, ihr lasst ein Abo da und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Bis bald!